Ja, hallo und schönen guten Abend. Ich melde mich heute nochmal von der Pannhütt hier in Waltrop, genauer gesagt von der Obdachlosenunterkunft hier an der Pannhütt. Hier gab es heute einen größeren Polizei- und Krankenwageneinsatz. Es ist so, dass hier eine Person schwer verletzt wurde. Ich habe gerade eben mit Andreas Wilmingweber telefoniert. Andreas Wilmingweber ist Polizeisprecher des Polizeipräsidiums hier im Kreis Recklinghausen, der bestätigt hat, dass es einen Einsatz gab. Und er hat auch bestätigt, dass eine Person dabei verletzt wurde. Mehr aber nicht, mit Verweis darauf, dass die Pressehoheit bei der Staatsanwaltschaft Bochum liegt. Jetzt kann ich aus meiner Erfahrung sagen, immer dann, wenn die Pressehoheit an die Staatsanwaltschaft übergeht, reden wir von einem Vorfall, der sehr ernst ist. Der offizielle Teil, der bestätigte Teil, ist hiermit beendet. Jetzt komme ich zu dem Teil der Information, die ich sehr gut verifiziert habe, die aber nicht offiziell bestätigt wurden. Also demnach, das möchte ich genau betonen, also sehr gut verifiziert, von der Polizei nicht bestätigt mit Verweis auf die Pressehoheit der Staatsanwaltschaft. Es ist so, dass hier offenbar eine Person mit Messerstichen schwer verletzt wurde. Es soll auch Blut im Spiel gewesen sein, ziemlich viel Blut. Nach allem, was ich bisher in Erfahrung bringen konnte, hat es wohl einen Angriff von mehreren Personen gegeben gegenüber dem Bewohner oder gegenüber einem Bewohner, einem männlichen Bewohner der Obdachlosenunterkunft. Der Mann ist daraufhin schwer verletzt ins Krankenhaus gekommen. Das sind die Informationen, die aktuell da sind. Wie es der verletzten Person geht, was die Hintergründe sind, all dazu können wir heute noch nichts sagen. Andreas Wilmingweber hat versichert, dass morgen im Laufe des Tages die Staatsanwaltschaft ergänzende Informationen herausgeben wird. Zur Stunde weiß ich nicht, ob es Festnahmen gab. Meines Wissens nach nicht bisher. Man weiß auch nicht, oder ich weiß auch nicht, ob das Opfer den Angriff letztendlich überlebt hat. Morgen, sobald es Informationen gibt, werden wir natürlich darüber berichten und euch bei Waltrop Reporter selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Das war's erstmal zur Stunde und schönen Abend, bis morgen.